Hallo zusammen, und zwar geht es diesmal um die Perlen, die es in Inazuma gibt, und zwar insgesamt 54 Stück zu farmen, 10 Stück zu kaufen und 4 einmalig. Ich werde euch das Ganze natürlich zeigen, wo was ist, und so, wir legen mal direkt los. Und zwar nicht nur in Inazuma, wir haben einmal Inazuma, und die gibt es hier. Mehr als genug. Dann haben wir auch 10 Stück nochmal auf dieser Karte und hier werden wir jetzt auch mal durchstarten. Ist klar, wir porten als erstes hier runter. Dort sind 5 Stück. Wir müssen hier einmal umdrehen und direkt loslegen. Erste und so weiter. Also ich ziehe jetzt nicht durch. Aber es sind hier an der Stelle auf jeden Fall 5 Stück. Nein, Angel wollte ich nicht. Ich wollte die Perle haben und dann dort nochmal eine. Alles klar, das waren die 5. Von hier aus porten wir zu dem Teleporter rüber. Und laufen in diese Richtung von der Höhle da vorne. Da müssen wir nämlich rein. Ja. Das heißt, eine Höhle, das ist so eine kleine Brücke. Hier drunter her und hier finden wir auch dann die nächsten 5. Von hier geht's nach Inazuma zu diesem Teleporter. Und an der ersten Stelle befinden sich direkt 3 Stück. Dann springen wir weiter in diese Richtung. Hier sind nochmal 2. Dann hier nochmal eine. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. An der Stelle sind 5, keine auslassen. Und da hinten befindet sich die letzte an der Stelle. Und dann laufen wir in diese Richtung. Hier finden wir, ach komm, bin hängen geblieben. Hier befinden sich nochmal 3. Jetzt bohren wir hier einmal hoch und laufen erstmal dahin, wo es die 4 Stück einmalig gibt, und zwar bei der guten Frau. Okay. 4 Stück. Ja, entweder portet man jetzt oder lauft zurück, je nachdem. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung von der Insel. Hier oben erstmal. Wo wir nochmal 2 finden, dann geht's nach unten. Genau, hier. Und hier gegenüber befinden sich auch nochmal 2.
Von hier aus geht's zu diesem Teleporter. Und erstmal zu der einen, die ein bisschen abgelegen ist. Ja, was ist abgelegen? So wirklich abgelegen ist sie nicht, aber na gut. Hier haben wir 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, jetzt müssen wir einmal nach oben. Hier rüber. Die beiden mitnehmen und auf die andere Seite. Da sind 2. Und hier wieder zum selben Teleporter. Jetzt müssen wir ein bisschen fliegen und bloß nicht die Höhle verpassen. Das ist nur ein ganz kleiner Eingang, nämlich. Genau der. Jetzt gibt es hier eine kleine Besonderheit. Und zwar müssen wir erstmal oben. Meine Güte, du. Oben lang laufen. Meine Güte, du. Okay. Und bleiben hier oben auf jeden Fall. Also nicht so runterfallen wie ich am besten. Dann nehmen wir die beiden. Dann können wir hier runter. Dann diese 2 einzelnen. Und hier nochmal die beiden. Wenn wir das abgeschlossen haben, bohren wir zu dieser Inni. Dann hier um die Ecke. Und die letzten beiden, die wir farmen können, liegen hier. Jetzt holen wir uns noch die 10 Stück, die zu kaufen sind. Dafür müssen wir einmal hier in die Stadt warten. Und dann zu diesem Händler hin. Hier gibt es 5 Stück für 5000, was sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Die nehmen wir natürlich mit und die letzten 5, die es zu kaufen gibt, finden wir hier in dem Shop. Okay. Und zwar bei der alten Omi, die da hinten ist. Genau bei ihr. Hier gab es nochmal 5. Okay, die gönnen wir uns natürlich. Am besten alle. Okay, ja, jetzt übertreibe ich natürlich. Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Ne? Ach ja. Okay, ja, das wär's eigentlich schon gewesen und ja, ich sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.